So, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Monster Hunter 4 Ultimate Let's Play. Ja, wie in einer der letzten Folgen bereits erwähnt, wollte ich langsam Richtung Heimweg gehen im Dorf. Wo das Problem dabei ist, dass ich im Multiplayer schon im G-Bank bin. Und deswegen schon, also ich war halt Online-Multiplayer, wollte dann ins Dorf gehen zum Schmied. Und dann wurden schon diese ganzen Videos und Dialoge ausgelöst. Eins der Videos habe ich jetzt auch leider nicht gefunden. Ärgerlicherweise. Naja. Auf jeden Fall, das hier ist eins der Videos. Das werde ich jetzt mal kurz abspielen. So, ja, das war eins der Videos. Die anderen haben ich leider nicht gefunden. Nee. Ah, wirklich. Die werden ja auch nicht dabei sein. Das ist wirklich ein bisschen doof, aber egal. Und zwar, glaube ich, war noch ein kleines Video, in dem man so die Stadt gesehen hat. Und dann gab es noch eine Versammlungshalle, da gab es auch ein kleines Video. Naja, egal. Außerdem wurde ich auch noch zugelabert, ohne was machen zu können. Also ich habe hier gestartet und dann haben die beiden mich zugelabert und erzählt, ja, es kommt ein Drachenältester auf die Stadt zu. Und die Verteidigung muss gestärkt werden. Aber das war's auch schon. Also nichts Großartiges. Naja. Dann rede ich mal mit diesen ganzen NPC hier erstmal. Ready? Hallo? Oh, Hunter. Hier sind wir. Tipps geben. Ja, Elderhall, da war ich schon. Ja, dafür muss man G-Rank haben, um da reinzugehen. Genau. Ja, also man kann in der Elderhall wirklich nur G-Rank-Quests machen. Für die anderen Quests muss man dann immer zu anderen Gildenhallen zurückgehen. Beziehungsweise Versammlungshalle heißt es ja. Ja, natürlich. Hier raus.
Nein, die Straße endet in nichts. Dann noch hier. Das. Eiskette. Ja. Ja, lange nicht gesehen. Was? CRDUS? Ja. Okay, der macht also diese Kampfquartiere fertig. Bin ich gerade los, oh Gott. Oh nein, das ist schrecklich. Okay. Da finden dann wahrscheinlich die Kämpfe statt. Den seine komischen Büsche da. Venus Heron? Ja, gut, ist man eigentlich nicht, dass ich den Sinn dahinter verstehe. In diesem Spruch, aber egal. Okay. So, also meine erste Quest. Die Gilden-Lady mit der nachher. Hier noch für ein Sprechspiel. Sind das hier die beiden? Ja. Ja. Master Two. Spring On Hunter. Ja, da kann man wahrscheinlich Tränke kaufen. Ja, der will noch mal mit mir reden. Ah, für die Krabben mein neues Buch. Die? Wo sind die? Hab ich die schon? Ah, stimmt, ich habe die im G-Bank schon gemacht, deswegen habe ich die auch schon. Was fehlt denn hier? Nix. Oh, Wettstein hätte ich noch kaufen können. War schon noch schnell. Tada! Goldstück. Dann noch hier die verkauften Waffen. Golds. Und sie will wieder mit mir reden. New Armor. High Metal S. Zu cool. Dumm. Mal sehen. Muss man mal an. Ins plus 3 im scharfen Nachfluss. Oh, sieht nicht schlecht aus. Dann noch da oben. Ist das? Da muss ich wahrscheinlich eine Versammlungs. Sampli. Sampli. Ja, da kommt auch noch ein kleines Video, was ich jetzt leider nicht drauf habe. Wie gesagt, das ist mir im Multiplayer geschehen als kleines Malheur. Ich weiß gar nicht, was sie. Sampli, wofür ist das? Mal sehen. Ich komme mit dir. Zu hier. Ja, ja, ja. Ja, das weiß ich nicht. Was ist? Die Diva. Eine Sängerin ist da. Also so eine Art Konzerthalle. Yes, please.
Interessant. Naja, das werde ich mir schon andermal nochmal genauer angucken. Jetzt geht's erstmal weiter. Oder war noch ein. Nee. Wer ist da? Bin ich immer noch? Cool. Remake Arena, geil. What? Ah, da kann ich Arena Quest machen. Oh Gott, schauen wir uns das mal an. Was gibt's denn hier Feins? Was? Toll. Was soll das? Ja, hier geht's nicht weiter. Ich denke, eine Quest werde ich noch schnell versuchen zu machen. Ja. Es war ein wunderhübscher Gesang, aber ich will ja ein wenig Action hier zeigen. Erstmal andere Waffen holen. Ich glaube, ich mache auch echt direkt mal diese Krabbe. Ohne das Ganze ist es natürlich High Rank. Was mache ich denn da? Ich weiß gar nicht, was den ihre Schwächen sind. Oh, kurz nach, vielleicht ist Drache ja gar nicht so schlecht. Monsters. Dein New Heaven Tor. Dein Drache bringt gar nichts. Feuer und Blitzen. Das Gebot der Stunde. Oh, Mann. Ich denke, welche Switch-Axe holen. Die ist zwar Low-Rank. Echt ziemlich stark, glaube ich. Oder dein Eishammer. Eis ist doch. Man kommt echt nicht an Blitz ran. Oh, ich denke schon. Habe ich hier noch irgendwas Schönes? Wäschergucker. Warte, hier glaube ich noch das Paralyse. Kahidi habe ich noch, aber die kann ich leider nicht upgraden. Wer vor? Ich denke, das ist schon ein niedriger High Rank. Na, ich schon immer das. Ja. Die habe ich schon im Online gemacht, die Krabbe. Allerdings G-Rank, glaube ich, war ziemlich heftig. Die macht schon ziemlich viel Schaden dann. Obwohl ich schon eine G-Rank-Rüstung habe. War noch nicht voll aufgewertet. Deswegen wahrscheinlich. Good thing you busted your butt and made good with the guild, because now you are gonna fortify Dundurma. Ja, wir werden jetzt Dundurma aufrüsten. Die Verteidigung zumindest. Ja. Ja. Also im High Rank startet man nicht immer, also wie im Low Rank im Camp und kriegt nette Provisionen, sondern man landet irgendwo random. Ja. Und die der Nachschub kommt dann irgendwann im Laufe der Quest an. Jo. Ja, bla. Gut. Ja. Oh Gott. Jetzt geht aber. Ich will nur anfangen. Oh Gott, Mann. Ja, danke, ich weiß. So. Ich muss das gucken. Ich hab die Quest, die ich noch nicht. Ich muss noch freischalten. Da gibt's da eine Nayarana, die ich noch brauche. Research Kirin muss ich auch noch machen. Dann machen wir erstmal hier die. Kurz an die Objektbox, normalerweise steht die ja hier irgendwie, ja, da in der Ecke. Und dieses Geduld hier ab. Was keine Paint. Bullist? Auch schon Paintballs. Ja. Ich mal anbauen, die Paintberries.
So. Essen, essen, essen. Ja, hallo Rüli. Guten Morgen. Gestern war ich auf einem Streetpass-Treffen, das ging relativ lange. Hab dann gestern zwar noch einige Singleplayer-Folgen gemacht und hatte keine Lust mehr, den Stream online zu machen quasi. Boah, ich werde mal auf Nummer sicher gehen hier. Sehr schön. Ich wollte die Katze wechseln, schon wieder vergessen. Ich will mich mal diese stehlen Katzen mitholen. Ich muss hier mal ein bisschen Platz machen und ein paar von den Katzen, die ich gesehen habe, wegschicken. So. Ah, Kältetränke! Oh nein! Egal. Im Fahrkasten habe ich auch keinen dabei. Oh, ich kenne mich auf der Map überhaupt nicht aus, übrigens. Ich rufe. Oh, aber ich starte ein Camp, interessant. Und es gibt einen Kältetrank. Sehr schön. Also normal. Oh, da oben ist das Monster direkt. Oder da brauche ich eh noch keinen Kältetrank. Dann gehe ich doch mal geschwind dahin. Ich bin gespannt, wie schwer es ist. Jetzt im Dorf High Rank. So. Auf ins Gefühl. Ein Video? Ja, nice. Ja, und er zeigt sie ihr finsteres Antlitz. Mein Mekulein liegt direkt an Blitzfalle, eine Schockfalle. Oh. Im G-Wag ist diese Attacke wirklich sehr gefährlich. Aha, was war das? Ich hab nichts. Wie ein verrückter Hoch. Und man kann das Hörnchen praken, man kann die Klauen praken und ich glaube, das war's auch schon. Oh, Miku, danke. Oh mein Gott, hat mich trotzdem noch erwischt. Ja, das ist schon ein bisschen mehr Schaden. Als da ist in die Falle getappt. Ah, ich musste nachladen. Nein. Verdammt. Den Bürst hier rein pretzeln. Das geschieht dir recht, du Gastis. Bang, bang, bang. Okay. Oh. Ein ziemlich cooles Monster, gab es halt schon in den alten Teilen, aber ich kenn's halt noch gar nicht von den Bewegungsmustern und so her. Wir sehen vom Online-Modus, wo ich es ein paar Mal gemacht. Oh mein Gott, weg hier!
muss, glaube ich, schärfen. Wow. Das war, glaube ich, jetzt von blauer in gelbe Schärfe direkt. Ah, da. Oh, doch, ich habe sie dabei. Aber schon gut, ich hätte keine Wettsteine dabei. Dann wäre das auf jeden Fall eine langwierige Quest. Erstmal schärfen. Komm, bitte. Was ist mit den Katzen? Die sind beide futsch oder was? Nico ist noch da, aber hilft mir gerade gar nicht. Jens! Oh Gott, jetzt kommt wahrscheinlich eine fiese Attacke. Oh ja. Genau. Die ist ziemlich garstig. Und da kann ich... Oh Gott. In Attacke? Ja. Mmh. Tasty, tasty. Ich möchte jetzt keine Doombombe verwenden. Weil jetzt kann man die damit sofort beenden, die Pin-Attacke. Hoffentlich ich komme noch raus, bevor sie... Nein. Nein, kam nicht mehr raus. Ich habe keinen Wasserstatus bekommen, merkwürdigerweise. Damit hätte ich das eigentlich gerechnet. Kommt natürlich wieder direkt auf mich zu. Was soll das? Wie habe ich so das Gefühl, dass die sich hier viel weniger auf die Gefährten konzentrieren, als es noch bei Ultimate der Fall war. Aber ich glaube, die müssen eigentlich fast schon tot sein. Kaputt gegangen. Das Horn gern noch quaken. Mal jetzt mal hier einen Burst rein. Ja, nichts gebracht leider. Den hier. Und. Die ist einfach mit dem Links die. Oh, da ist irgendwas. Ne, das nur just vergraben. Da kommt sie schon wieder. Nein, schon wieder die Pin-Attacke. Oh, ich bin so schlecht. Ich hatte auch gerade keine Ausdauer, wirklich. Oh, ich wackel wie ein Verrückter. Und drücke. Ah. Ich schaffe es. Nein, ich schaffe es nicht. Ach, Mann. Bam. Jetzt geht sie weg. Gemütlich. Ja, das hört schon doch. Ja, ich hab's noch getroffen. Irgendwas habe ich noch getroffen. Ich weiß es genau. Mal nachschärfen. Ich habe da noch blaue Schärfe. Egal. Nein, geh weg. Also die Bewegungsmuster sind eigentlich ziemlich cool, finde ich. Weil so krabbenartig ist eine Krabbe. Oh. Ganz schön geh kaputt. Ganz schön kaputt. Kaputt. Oh Gott, es will einfach nicht kaputt gehen. Aber ich habe gar nichts kaputt gemacht, nur auf ihrem Rücken. Ah, jetzt ist das Hörnchen kaputt. Juhu. Ist da auch, glaube ich, sogar richtige Monoplus-Items in der Krabbe. So, und nochmal drauf. Die rastet direkt aus und sie hüpft wie ein Frosch. Eine Froschkrabbe. Und eine Krossenkrabbe. Bang, 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 bang. So, jetzt muss ich versuchen, die Klauen noch zu breaken. Das war nicht so einfach, vor allem wenn man nicht trifft. Oder humpelt sie davon. Die schnitt mir. Doch, die entkommt natürlich. Ach man, oh. Ja, was ist nun? Und er hat einfach. Da war eine Pit, der hat die Schockfalle da im Ausgang gelegt. Ganz glaube ich, oder? Er hat doch diese Schaden, aber ich denke, das war die Falle. Oh, schade. Ja, ein bisschen gepennt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass sie da geschwemmt wird. Da hätte ich noch ein bisschen mehr reinbrezeln können. Da hat Nico hier mal was Sinnvolles gemacht. Weil die am Schlafen jetzt? Weil die so passiv rumsaß. So, noch versuchen, ein bisschen auf die Tower am Schlüssel geht. Ah, aua.
Oh, gerade ist mein Rachen etwas gekleistert. Was tut sie? Komm hierher. Okay, das hat sie mich beeindruckt. Was für eine Ausdauer. Entschuldigung. Ich will mal ein Energy Drink hier. Bitte, bringt da. Oh Gott. Das ist ja viel schlimmer als bei Twilight Ultimate. Oh, hier kam ich mal schnell. Ein Gehirn. Endlich ist dieser Debuff weg. Oh Gott. Bisschen nervig. Oh. Geschafft. So, meine erste Krabbe im Singleplayer erlegt. Schnell ausnehmen. Und meine ersten Heimweg-Items im Singleplayer. Sehr schön. Wir haben mal abgesehen davon den Lowings-Items, die auch im Heimweg auftauchen, natürlich. Was willst du von meinen Katzen? Lass sie zufrieden. Ausnehmen. Oh, nochmal ein Gehirn, diesmal die Plus-Version. Käfern ein wenig. Guck mal, ich ran, hallo. Ah, doch. Der Feind. Stinkhüpfer. Oh, schade. Rest complete. Er ist doch, glaube ich, kein Monoplus-Item gewesen. Dass man kämmen da auch wirklich so die Hörner jetzt vom Monoplus bzw. der Unterart vom Diablos. Aber dem scheint doch nicht so zu sein. Ein neues Video. Und noch ein neues Video. Und die Guildkarte wurde aufgewertet. Oh nice. Und jetzt können die Meowster Hunter das auch Highland Quests machen. Sehr fein. Ich schau noch kurz, was es hier Neues gibt. Dann mache ich den Folgencut. Und kümmere ich dann mal um den Twitch-Chat ein wenig. Da waren ja einige Nachrichten. Erstmal mit ihm hier. Back so soon. It pleases me to see you safe. Nice. Coolius. Ja, der. Ja. Bolstering the Twangs hier. Schön. Gut. Die anderen finden. Hier ist irgendwas, glaube ich. Genau. Und noch einer von den Ace Hunters ist das hier übrigens. Der Ace Gunner. Die Ace Gunner Win. Nein, Twangs hier. Noch nichts gehört davon. Ah, ja, das ist dieses Schiff. Also das ist so ein Luftballon, den kann man zuwinken und dann markiert er den Spot, wo das große Monster ist auf der Karte, glaube ich. Natürlich. Wir sind jetzt das Gas vom Smaragd-Kungalala ernten, so wie es aussieht. Natürlich, das mache ich. Da, da, di, da, di, da, da. Hier unten war noch jemand. Da, oh, zwei. Ah, hier dieser Arbeiter.
Nein, geh weg. Damit ich mir sehen. So. Ah, Hunter. Yeah, Rover here. You gotta help your old mate. I was transporting so. Das, bla, bla, bla. Ja, those Dunes. Dunes. Okay. Hermitor. Okay. Muss ich jetzt einfach die Krabbe erkennen? Ist der echt der noch dabei und ich muss den beschützen? Ich weiß es ja nicht. Mal sehen. Blues. Wahrscheinlich Azuratanos. Ich hoffe mal nicht. Ich hasse Azuratanos. Ich brauche immer diese Nayarala-Quest. Die wäre mir lieber. Ja, ja, ja. Oh Gott, es zählt wieder stundenlang. Klick, klick, klick. New Fortis and Skills. Oh, Demon King. Hi, Miku. Okay, bla, bla, bla. Ach so, ein blauer Ian Kutbut ist das also. Und hier noch. Naja. Ja, wie gesagt, das kommt dann nachher irgendwann. Kann ich hier auch normale Quests machen? Ah, ich muss X drücken. Ah, sehr schön. Ne, ich hab's immer noch nicht, die Quest, die ich hier brauche. Gut. Na egal, ich beende mal diese Folge für diesen Zeitpunkt, für jetzt. Ich werde heute wahrscheinlich noch mehr machen, deswegen konnte ich jetzt nicht sagen für heute. Naja, egal. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Wave? Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!